Super, alles klar. Ja, sind wir eine schöne Runde. Klein und gemütlich. Kurz erstmal, also erstmal ganz kurz. Also mein Name ist Sven Wagner. Ich bin ja hauptberuflich Plugin-Entwickler und mache das also täglich, was ich euch gleich zeigen werde. Und erstmal eine Frage so zur Erfahrung. Wer von euch kann denn PHP programmieren? Oh, ja gut, das ist ja schon mal ein Anfang. Das ist ja super. Eigentlich alle. Gut, hat jemand von euch schon mal ein Plugin programmiert? Ah, okay, alles klar, gut. Weiß ich Bescheid. Ja, also, zu mir ganz kurz, wie gesagt, ich bin Sven, ich komme aus Hilden, ja, 39 Jahre und programmiere Plugins und ja, gerne mit Schnittstellen rum und ja, da findet ihr mich auf Twitter. Ich habe den Vortrag so gemacht, dass wir nicht wirklich jetzt viele Folien haben, also eigentlich haben wir gar keine Folien, außer kurz und meine kurze Vorstellung. Sondern ich wollte euch anhand von Praxisbeispielen zeigen, wie man ein ja, Plugin programmiert und was man dazu braucht. Und ja, ich fange mal damit an mit ja, was brauche ich lokal auf meinem Rechner, damit ich programmieren kann? Ich brauche einen kleinen Server. Und in dem Fall habe ich mich dafür entschieden, einmal Local bei Flywheel zu installieren. Das ist ein sehr schönes, einfaches Programm. Das habe ich auch vor kurzem selber erst kennengelernt. Man kann beispielsweise auch MEMP oder XAMPP benutzen, aber es hat halt den Vorteil, wenn ich Local benutze, da brauche ich halt eben nicht noch großartig mein WordPress drauf zu kopieren, es runterzuladen, Datenbank einzurichten und die auch noch dann halt eben mit. Ja gut, alles klar. Das ist natürlich ohne Beamer jetzt ein bisschen schwierig. Auf jeden Fall, bei Local ist es so, das ist alles da drin, das kann man alles per Knopfdruck machen. Und das Schöne an Local ist, das baut auch auf einer ziemlich schönen Technik auf. Das ist nämlich so, dass da eine VirtualBox drunter liegt. Die wird also mit installiert, wenn ich das erste Mal Local bei Flywheel installiere. In dieser VirtualBox liegt ein Linux und da läuft Docker drauf. Und ich bin eigentlich ein riesen Fan von Docker, nur ist das Problem von Docker, dass es auf dem Rechner, auf dem Mac und auch auf Windows relativ langsam läuft. Das hat das wunderschön gelöst. Ich kann also auch hier per Shell, nee, per Klick komme ich dann auch auf die Kommandozeile der einzelnen Docker-Container. Und ja, ich kann hier einfach mein WordPress erstellen. Das mache ich jetzt auch einfach mal. Also habe ich ja schon ein paar Seiten erstellt, aber wir fangen jetzt einfach mal alle von vorne an. Ich erstelle jetzt hier einfach mal WordCamp Osnabrück. Und ja, kann einfach hier mal die Standardeinstellungen nehmen. Und sage dann jetzt einfach mal Admin. Sinniges Passwort. So. Und jetzt erstellt er mir schon eine WordPress-Installation mit Standardeinstellungen. Ich habe dann also eine entsprechende PHP-Installation. Das habe ich jetzt vorhin gerade leider nicht gezeigt. Aber die kann man halt eben auch auswählen, welche PHP-Version ich habe. Ich kann auswählen, welche Datenbank ich nehme und so weiter. Das kann ich aber später auch noch ändern. So, jetzt fragt er mich hier halt, ob ich den Host-Eintrag machen möchte. Das geht um die Host-Datei, die jeder auf dem Rechner hat. Da stehen dann die DNS-Einträge drin für eure lokale Maschine, so dass ihr dann im Browser auch dann entsprechende Adresse eingeben könnt. Also ich habe jetzt hier diese Seite WCOS gemacht und kann man die jetzt auch einfach angucken im Browser. So, lädt ein bisschen. So, jetzt habe ich hier ein fertig installiertes WordPress. Also das ging jetzt sehr, sehr flott und sehr, sehr einfach. Da braucht man sich damit schon mal nicht mehr rumschlagen. Und Moment. So, das hat diesmal geklappt. Sehr schön. Genau, jetzt habe ich hier mein WordPress drin. Da habe ich dann halt eben ganzen, da habe ich halt die 20 Themes habe ich da installiert und da habe ich dann ja erstmal keine Plugins drin. So, und jetzt ja, möchte ich ganz gerne ein Plugin entwickeln. Im Zweifelsfall möchte ich das eigentlich ganz gerne. Ich möchte mir irgendwo ein Verzeichnis auf dem Rechner ablegen, wo ich mein Plugin drin habe. Es ist mich ein bisschen nervig eigentlich, das Ganze irgendwie immer in meinem WordPress drin zu haben, sondern ich isoliere das irgendwo auf einem anderen, in einem extra Verzeichnis. Ich lege mir einfach mal auf dem Desktop ein Verzeichnis an. Ja, bin ich jetzt so da. Genau. Macht da mal einen neuen Ordner auf den Desktop, sagt Plugin. So, und hier lege ich dann, Moment,
Das Ganze lade ich dann jetzt gleich mal in meine Entwicklungsumgebung. So, was ihr vielleicht öfter mal gehört habt, ist halt eben, dass man mit dass die meisten Leute mit PHP Storm programmieren. Mittlerweile ändert sich das so ein bisschen. Es gibt nicht eine schöne kostenlose Software, die kommt tatsächlich von Microsoft. Die nennt sich Visual Studio Code und Visual Studio Code. Und die könnt ihr kostenlos runterladen. So sieht das Ganze dann aus. Das Schöne an dieser Software ist, dass man da unheimlich viele Plugins einfach reinladen kann. Hier, wenn man hier drauf klickt, hat man so einen Marktplatz und dann kann man halt eben suchen. Da gibt es WordPress-Plugins, da gibt es Debugging-Plugins und so weiter. Aber auf jeden Fall ist es ein relativ großer Marktplatz, wo ich dann, wo ich mir die Software einfach erweitern kann. Und wie gesagt, das Schöne ist halt eben, dass es kostenlos ist. Und damit arbeiten wir jetzt hier. Gibt dann natürlich noch andere. Atom ist auch noch ein Editor, der kostenlos ist. Der ist, wovon ist der noch? Weiß das jemand? Von GitHub, genau. Der Atom-Editor ist von GitHub. Der hat auch so eine, der ist halt eben sehr ähnlich. Der sieht anders aus, aber der hat halt eben auch die Möglichkeit, den durch Plugins zu erweitern. Ist erstmal relativ leichtgewichtig und den kann man halt so konfigurieren, wie man das gerne haben möchte. So, als nächstes haben wir, machen wir mal das Verzeichnis auf, was wir gerade eben angelegt haben. So, Desktop. So, da ist jetzt erstmal natürlich nichts drin. So. Moment, doch, hier ist erstmal nichts drin. Und wenn wir jetzt ein Plugin anlegen wollen, dann müssen wir einfach erstmal nichts anderes tun, außer eine PHP-Datei zu erstellen und deren Namen zu geben. Moment, kann ich jetzt hier, nee, da mache ich das. Mein Plugin.php. So, und um ein Plugin zu haben, muss ich eigentlich erstmal nichts anderes machen, außer den PHP-Eröffnungstag zu machen und danach einen Kommentar zu schreiben. So sieht der Eröffnungstag ja aus. Und dann mache ich einfach einen Kommentar. So, und jetzt muss in den Kommentar auch nicht mehr rein, außer zwei Dinge. Einmal der Plugin-Name, also Plugin-Name, Doppelpunkt, oh, da wird ein N. Mein N streikt ein wenig auf der Tastatur hier. Mein Plugin und Description. Ich muss also noch eine Beschreibung. Ein schönes Plugin. So, Punkt. Das speichere ich jetzt ab. Und jetzt muss ich das nur noch in meinen Server reinbekommen, also in mein Plugin-Verzeichnis, weil ich habe das ja bei mir auf den Desktop gelegt. Das hätte ich eigentlich vorhin machen wollen, aber das fällt mir jetzt gerade erst ein. Ich habe hier in Flywheel die Möglichkeit, ein zusätzliches Plugin zu nutzen, dass ich Volumes, ich glaube, das heißt auch Volumes, da gibt es aber auch nur 4 oder 5 Plugins derzeit, da habe ich dann die Möglichkeit, damit entsprechend Pfade noch hinzuzufügen. Jetzt nehme ich mal das von meinem Desktop, gehe mal auf den Desktop wieder drauf und nehme das Plugin-Verzeichnis und kann jetzt hier dem Container innerhalb des Containers das Verzeichnis da drauf mappen. Also ich kann jetzt hier, also das ist die Verzeichnisstruktur ist App und Public. Da liegt mein WordPress drin auf dem Container. Und dann gehen wir einfach weiter, wie in WordPress gewohnt. Dann machen wir wp-content/plugins. Und das Verzeichnis können wir jetzt eigentlich nennen, wie wir wollen. Ich mache jetzt einfach mal mein Plugin raus, gebe Enter, obwohl, nee, brauche ich gar nicht Enter einzugeben, und klicke auf Remap Volumes. Und jetzt lädt er mir das Verzeichnis, was ich im Desktop habe, einfach in den Server rein. Und dann kann ich das halt eben auch gesondert irgendwie bei mir auf dem Rechner ablegen, muss das nicht in irgendein WordPress schmeißen, sodass ich es am Ende wieder nicht wiederfinde oder so. Ist auf jeden Fall deutlich übersichtlicher. Und wenn ich jetzt zurückgehe, Moment, wo haben wir das denn jetzt? Bin ich jetzt doof? Ich hatte doch gerade mal den Server auf. Da ist er doch. Genau, und jetzt lade ich das nochmal neu. Und da ist mein Plugin da. Also, das sind wirklich nur ein paar Zeilen Code. Und das Reinladen, aber für das Plugin selbst brauche ich halt tatsächlich nur ein paar Zeilen Code. Moment, ich muss mal ganz kurz hier meine Ordnung machen hier. Code davor. So. Also das Plugin wird schon ausgeführt, es passiert hier aber nichts drin. Ich könnte jetzt zum Beispiel, also ich kann jetzt hier jeglichen Code ausführen in PHP und es wird mit WordPress ausgeführt.
So, ich kann jetzt einfach hier sagen, ich sag mal, ich gebe jetzt mal Exit ein, dann beendet er einfach WordPress. Der lädt das einfach nicht weiter. Zu dem Zeitpunkt, wo das hier lädt, ist WordPress noch nicht ganz da. Also passiert Folgendes. Moment, passiert das jetzt nicht? Ach nee, ich muss ja aktivieren, genau, das wollte ich vielleicht auch noch tun. Ich muss aktivieren, damit es läuft. Und jetzt läuft es natürlich so nicht. Entschuldige, das ist für die Verwirrung. So, jetzt aktiviere ich es nochmal. So, jetzt ist es aktiv. Wenn ich jetzt nochmal das Exit schreibe, oh, zum Blitzen schreiben, so, jetzt haben wir's. So, jetzt bricht er das ab. Also es wird auf jeden Fall ausgeführt. So, jetzt ist die Sache. Ja, wenn ich in WordPress programmiere, dann tue ich das halt eben eigentlich immer innerhalb dieser sogenannten Hooks. Und es gibt in WordPress gibt es Action Hooks und es gibt Filter. Das sind vom Prinzip her so Sprungziele innerhalb der Programmierung. WordPress hat halt an allen möglichen Stellen diese Sprungziele und dann kann ich einfach von außen ansteuern, indem ich halt die Funktion Add Filter oder Add Action benutze. Und da kann ich dann meine eigenen Funktionen reinladen. So, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen theoretisch an. Wir machen das jetzt einfach mal. Wir machen mal eine Funktion. Und die heißt einfach Filter the Content. So. Diese Funktion soll jetzt nichts anderes tun, außer unseren Inhalt, den wir in einem Beitrag schreiben, zu filtern. So, in den WordPress gibt's den Filter the Content. Das wird auf jeden Post wird das angewendet, auf jeden Post-Type. Da läuft jeder Inhalt einmal durch und den kann ich dann ändern. So, den bekomme ich über den Parameter und über den ersten Parameter und ich nenne ihn jetzt einfach mal hier Content. Mach die Klammer auf und dann filtern wir mal was, machen wir mal einfach $Content. Gleich, und dann machen wir einfach ein String Replace, einfach mal um zu zeigen, wie das funktioniert. So, machen wir einfach mal, wir tauschen mal das Wort Joomla gegen WordPress aus. So, und das machen wir mit dem Content. Und, bitte? Ach so, jetzt. Ja, ich sage, mein N klemmt hier. Das hat es auch am Dienstag schon getan. Irgendwie, das sind diese wunderbaren Mac-Tastaturen. Echt. Wir sollten eine Gemeinschaft gründen, auf jeden Fall. Das ist echt. Auch das N. Warum? Also, vor 3 Wochen war es das R. Wer hatte das R? So, und dann returnen wir einfach den, doch, $Content war richtig. So, wir geben den einfach wieder zurück, den Content, an den Filter. Gut, das ist jetzt eine Funktion, die steht erstmal für sich. Da passiert jetzt erstmal nicht viel mit, ich muss sie laden. Also machen wir Add Filter, in Klammer auf. Und dann nehmen wir den Filter The Content. Also hier an erster Stelle, der erste Parameter, ist dann immer der Name des Filters, den ich gerne ansprechen möchte. Und dahinter kommt dann die Funktion, die ich gerne laden möchte. Das ist bei mir natürlich unsere Filter The Content Funktion. Moment, jetzt bin ich verrutscht in der Zeile. Genau, und jetzt wendet der die an. Ich habe jetzt auch die Möglichkeit, dann noch Parameter anzugeben bei diesen Filtern und Actions. Eine Action wird einfach nur ausgeführt. Die filtert nichts, die wird einfach nur an der Stelle ausgeführt. Es gibt natürlich Situationen, wo du einfach nur Code ausführen möchtest innerhalb von WordPress, da führt WordPress den auch nur aus. Es gibt aber Sachen, die du gerne filtern möchtest, wie den Inhalt. So, dann reicht das nicht, einfach nur was auszuführen, weil du kommst ja an den Inhalt gar nicht ran. Ne? Dafür brauchst du halt eben dann die Filter. So, und ja, dann habe ich die Möglichkeit, das ist bei den Action Hooks auch genauso, dann halt eben danach noch Prioritäten anzugeben, weil es ja die Frage, wann wird das Ding denn ausgeführt? Und ich habe vielleicht auch mehrere Filter, die ich auf irgendwas anwenden will. Dann möchte ich erst, dass der eine läuft und danach der andere läuft. Also gebe ich hier eine Priorität an. Standardmäßig ist das hier die 10. Und da kann man dann halt eben eigentlich einfach eine ganze Zahl reinschreiben. Und umso kleiner die Zahl ist, umso eher wird das ausgeführt. Also es gibt tatsächlich auch welche, die einfach Plugins, die sowas ins Minus setzen, damit sie auf jeden Fall vor 0 ausgeführt werden. Weil es dann tatsächlich Plugins gibt, die das auch auf 0 setzen.
Ja, und als nächster Parameter kommt dann halt eben noch die Anzahl der Parameter, die dir übergeben werden wollen. Wir haben halt eben hier oben einen Parameter, das ist der Content-Parameter, und deshalb übergeben wir da auch an der Stelle nur einen. So, jetzt speichern wir das mal. Jetzt legen wir uns noch einen entsprechenden Blogbeitrag an. Wenn das denn mal lädt. So. So. Mein Beitrag. So. Joomla ist schön. Da war das doppelte N wieder. Und jetzt speichern wir das Ganze und veröffentlichen es direkt mal. Und dann gucken wir uns den Beitrag mal an. Der Filter ist aktiv und schon ist WordPress schön, nicht mehr Joomla. Genau, das verdeutlicht einfach nur mal, wie so ein Filter halt grundsätzlich aufgebaut ist und beziehungsweise wie WordPress so grundsätzlich funktioniert, was die Programmierung angeht. Das macht man eigentlich mit allen Sachen. Man führt nie direkt hier irgendwas aus, außer die Filter hier. Denn man lädt die Sachen, die man programmiert hat, da einfach rein. Das Ganze gilt dann halt eben auch mit den Actions, also wie gesagt, die werden vom Prinzip her genauso geladen, nur heißt das dann halt Add Action, aber komme ich jetzt gleich noch zu. Ich muss mich ganz kurz mein Zettelchen rausholen. Das ist jetzt wieder ganz hinten, genau. Dann mal kurz gucken, wo ich da noch war, genau. Was wichtig ist bei, wenn man Plugins programmiert, benutzt bitte keine Strings einfach nur so im Text, sondern dafür gibt es in WordPress Funktionen, da gibt es die sogenannten I18n-Funktionen, das sind die Internationalisierungsfunktionen von WordPress. Meist schaut das dann einfach so aus, dass ich beispielsweise, also das wäre jetzt vom Prinzip her ein fixer String, obwohl ich mache mal einfach was Neues, glaube ich besser. So, das schaut dann so aus, dass ich dann hier beispielsweise, ich habe die Funktion hier mit Unterstrich, Unterstrich. Das ist eine Funktion, die WordPress bereitstellt. In die kann ich dann einen Wert geben. Das ist als allererstes ist das dann halt der Text. Das ist Text. Und als nächstes kommt dann halt noch die Textdomain rein, weil WordPress hat Textdomains, die hat eine eigene Textdomain, beziehungsweise eigentlich steht da bei WordPress dann nichts. Plugins haben jeweils eine eigene eine Textdomain, damit die Texte entsprechend zugeordnet werden können, die WordPress lädt. Und hier könnte ich jetzt beispielsweise einfach mein Plugin sagen. Moment. Moment, das sollte ich auch mal eine Sekunde machen. So müsste man dann einen Text schreiben, weil dann damit wird er übersetzbar. Ich muss nur noch im Plugin hier oben angeben, die Textdomain. Das gebe ich einmalig für mein Plugin an. Dann sage ich dann wieder mein Plugin. Man sollte da irgendwas, was Eindeutiges für sich selbst nehmen. Der Plugin-Name sollte jetzt nicht einfach sagen, einfach nur Plugin geht halt nicht, das ist schlecht. Und auch nichts, was vielleicht schon belegt sein könnte, wie zum Beispiel WooCommerce hat auch eine eigene Textdomain, die heißt dann auch WooCommerce. Und wenn ich die dann benutze, dann kommt dann da einiges durcheinander, das macht dann keinen Sinn. Also wenn, dann sollte man was Eindeutiges benutzen. Wenn ich das mache und mein Plugin dann online stelle auf wordpress.org, dann habe ich die Möglichkeit, halt die ganzen Sachen online zu übersetzen. Dafür gibt es dann eine Übersetzungsdatenbank von WordPress, kann ich mal hier aufmachen. Die findet ihr unter translate.wordpress.org. Ach, da ist er schon. Hier kann man einmal WordPress selbst übersetzen. Ich kann mal suchen hier nach Deutsch. So. Genau, hier sind die einzelnen WordPress-Versionen, aber ich kann auch hier Plugins übersetzen. So, und gehe ich mal auf eins drauf. Sondern sieht man halt eben, wie das in Deutsch bisher übersetzt wurde und welche Übersetzungen noch warten. Ich gehe jetzt einfach mal hier rein und dann sieht man hier die Liste. Also erstmal hier die Wörter, die noch nicht übersetzt wurden. Und am Ende wahrscheinlich irgendwo auch hier hat man schon eins übersetzt. Aber das kann man dann, wenn man sich bei WordPress selbst eingeloggt hat, kann man die dann übersetzen. Das hat natürlich auch den Vorteil, wenn ihr eins online stellt,
dann können auch andere Leute das mit übersetzen, wenn sie ein Interesse dran haben. Wenn ihr ein Plugin programmiert und veröffentlicht das, dann andere Leute nutzen das und die fragen euch dann eigentlich relativ häufig, ja, ich will das gerne übersetzen, wie mache ich das denn am besten? Dann können die einfach auf die Seite drauf schicken und ja, dann können die das dann von da aus übersetzen. Mhm. Das gilt aber nicht, wenn ich ein Plugin nur für mich schreibe oder vielleicht für meine Firma, für einen Kunden oder für sonst wen anders. Dafür gibt's dann die Funktion Load Plugin Text Domain. So, das funktioniert bei WordPress so, dass ich die mit der Load Plugin Text Domain, ich suche mal die Funktion. Moment. Ach ja, genau. Grundsätzlich, wenn ihr Funktionen sucht, die ihr in Plugin braucht, und die ihr von WordPress braucht, dann sucht die einfach bei Google. Grundsätzlich gilt erstmal, versucht die Funktionen, die in WordPress vorhanden sind, zu nutzen. Das macht sich später auf jeden Fall sehr bezahlt, weil man die ganzen Änderungen dann natürlich auch von WordPress mitbekommt, die dahinter stecken. Ich klicke jetzt mal hier drauf. So. Und so schaut das Ganze aus. Also ich lade die halt eben mit der Funktion Load Plugin Text Domain. Ich habe dann einmal die Domain, die vorne genannt war, genannt wird. Also das hatten wir vorhin, das hieß ja bei uns hieß das jetzt mein Plugin. Hier kommt dann halt eben der entsprechende, Moment, da kommt erstmal gar nichts rein, sehe ich gerade. Genau, da kommt erstmal ein False rein. Und danach kommt halt eben das Verzeichnis, wo eure Dateien liegen. Das ist halt so, die Datei muss den Namen eurer Textdomain haben, in dem Fall wieder mein Plugin. Und danach kommt dann halt eben das Länderkürzel. Da kommt ein für euch dann da halt eben das Unterstrich DE, kleingeschrieben, Unterstrich DE, großgeschrieben. Und das Ganze macht, diese Datei ist dann eine MO-Datei, nee, eine PO-Datei, und die könnt ihr mit dem PO-Editor übersetzen. Und wenn ihr das dann abspeichert, erstellt er automatisch eine .mo-Datei und legt die dann automatisch im gleichen Verzeichnis ab. Das auf der Codex-Seite. Der Codex ist mega veraltet. Oh. Ganz oben ist jeweils immer ein Link zur aktuellen Developer-Referenz. Oh. Da sollte man meinen, nicht Codex. Codex ist okay. Das war mir tatsächlich noch gar nicht klar. Okay, dann sind wir hier. Genau, so schaut das Ganze dann aus. Hier kann ich mir dann halt eben auch anschauen, was genau dann da drin steht in der Funktion, was die Funktion dann halt eben genau macht. Genau, damit lade ich dir auf jeden Fall rein, die Textdomain, und das solltet ihr dann für eure Plugins machen, die ihr nicht veröffentlicht. So, jetzt muss ich wieder springen. Genau. So, jetzt kommen noch zwei Dinge. Es gibt einmal die Custom Post, Custom Post Types, die gibt's und die bleiben. Machen wir erstmal das. Dann, wie gesagt, such einfach nochmal danach. Oh, nee, Quatsch, die habe ich ja schon rausgesucht. So. So. Und die Custom Post Types, die kennt ihr ja. Ich denke mal, wer kennt Custom Post Types nicht? Okay. Das ist die Beiträge und die Seiten, die ihr in dem Admin-Bereich habt, das sind beides, die basieren auf Custom Post Types. Jeder Entwickler hat die Möglichkeit, eigene Custom Post Types anzulegen. Beispielsweise würde ich jetzt mal sagen, wir machen jetzt einfach mal Bücher. Und dazu nehme ich mir einfach den Code, kopiere den mal da raus, switch mal durch meine 23 Bildschirme und füge den hier ein. Und dann machen wir einfach mal das. Wir registrieren den Post-Typ Books und dann haben wir hier die entsprechenden Funktionen beziehungsweise die entsprechenden Benennungen der Menüpunkte. Die werden hier angegeben und ob der Post-Type öffentlich ist, weil es kann auch sein, dass ihr beispielsweise einen Custom-Post-Type intern zur Verwaltung nutzt, dann soll das nach außen hin gar nicht öffentlich gezeigt werden, deshalb kann ich das auf False setzen. Das Ganze wird dann aufgerufen mit der Funktion Register-Post-Type. Die braucht man halt dann dazu, um diesen Posttyp dann zu registrieren. Das ist für ich nur diese eine Funktion. Und was ich hier mache, ist, hier dann haben wir da auch eine Action, nicht keinen Filter mehr. Das wird dann einfach nur ausgeführt. Also ich muss ja keinen Wert mehr filtern, sondern ich führe einfach den Code an der Stelle aus, registriere bitte den Posttyp und
Ja, das können wir jetzt mal machen. Ich mache mal hier Books draus. Und das hier der. Moment, so. Einmal, das ist der Name für ein Buch. Wenn ich das Ganze jetzt nochmal öffne. So, dann haben wir hier die Books. Das braucht nur diese paar Zeilen. Diese Funktion Register Post Type, da suche ich auch nochmal kurz eben nach. So. So. Ich gehe mal direkt auf die richtige Seite. So, da gibt es noch deutlich mehr Parameter, die ich dann da angeben kann, um dann entsprechende Einstellungen für den Post-Type vorzunehmen. Also guckt euch am besten einfach mal die Referenz an, was man da alles machen kann. Zum Beispiel Supports ist so eine Sache. Ich kann mir zum Beispiel den unten nochmal eine Kurzzusammenfassung anzeigen lassen, noch viele andere Sachen dann anstellen und Autor halt eben an- und ausstellen. All solche Sachen kann ich dann halt eben über diese Parameter machen, die dann anschließend hier einfach reinkommen. Also schaut es euch mal in Ruhe an. Aber das zu den Posttypen, ich kann jetzt nicht so im Detail drauf eingehen, kommen nicht noch ein paar andere Sachen. Jetzt kommen nochmal die Sachen mit den Shortcodes und mit den Widgets. Da gibt es nämlich dann auch Programmierschnittstellen zu. Allerdings ist das so eine Sache, jetzt wo Gutenberg kommt, es wird voraussichtlich so sein, und es ist angedacht, kann ich dir helfen? Okay, es ist angedacht, dass die irgendwann wegfallen werden. Das heißt also, Widgets werden durch Gutenberg-Blocks ersetzt und auch die Shortcodes sollen halt so nicht mehr genutzt werden, sondern auch über die Gutenberg-Blöcke. Ich bin dabei. Über die Gutenberg-Blöcke halt einfach eingefügt werden. Und diese Shortcodes soll es dann nicht mehr geben. Und deshalb ist das so, dass die auf Dauer halt eben wegfallen werden. Und deshalb, ich kann jetzt noch drauf eingehen, wir können mal kurz gucken, wie sowas gemacht wird. Aber vom Prinzip her ist das Thema eigentlich mit diesen Shortcodes und mit diesen Widgets durch. Also da gibt es halt auch hier ist dann so ein Beispiel, wie so ein Shortcode halt eben hinzugefügt wird. Aber ich würde jetzt persönlich davon eher abraten, das jetzt zu nutzen. Da kommt dann halt eben Gutenberg. Da wird es aber dann erstmal richtig kompliziert und das ist nochmal Thema für sich. Würde ich gerne irgendwann mal zeigen, aber das passt jetzt hier echt nicht rein. Das sprengt alles, weil da gehört echt ein eigenes Setup auf dem Rechner. Es ist leider so, ich habe euch jetzt ja gerade gezeigt, wie einfach man ein Plugin erstellen kann. Mit Gutenberg, ich will euch auch keine Angst machen, davor wird es echt deutlich komplizierter, als wir das jetzt gerade gesehen haben. Das ist nicht nur ein paar Filter und ich kann mal kurz eine Datei erstellen, sondern da muss man wirklich einen Composer auf dem Rechner installieren und da entsprechende Zusatzprogramme installieren auf der Konsole, damit ich die erstmal zum Laufen bekomme, damit ich die lokal erstmal entwickeln kann. Und das ist noch eine andere Kiste. Da muss man sich wirklich mal wirklich gesondert und intensiv mit auseinandersetzen. Aber da kommt man wahrscheinlich, wenn man da wirklich was machen will für WordPress in Zukunft, nicht mehr drumherum, da sich wirklich tief in JavaScript einzuarbeiten. Habe ich euch jetzt Angst gemacht? Gut. Moment. Widgets kann ich euch auch nochmal kurz zeigen. So schaut dann halt eben ein Widget aus dem Code. Und so sieht ein Widget aus. Interessant. Da müssen wir kurz warten. Kann ich mal so lange weiter gucken? Was ist denn euer Problem? Ich glaube, das kann wahrscheinlich eh dann weg, das Video, oder? Oder ist es wieder da? Gut. Der Bildschirm ist nicht da. Wir haben dich. Okay, alles klar. Aber Hauptsache, er ist hier. Gut. Ich mache da mal weiter. Also, so schaut dann ein Widget aus. Man hat also eine Klasse, die erweitert wird und da hat man diese Funktion, die man halt eben damit ausführen muss. War eigentlich immer eine schöne Sache. Da kommt man relativ leicht ein Widget programmieren, aber, also ihr könnt es euch gerne noch ein bisschen angucken, aber macht nicht so viel Sinn. Warten? Ja, ja, klar, natürlich. Ist ja irre.
Ich kann das wirklich echt jedem empfehlen, dieses Local zu benutzen, weil es so schön einfach ist und da wirklich, also es ist nicht nur einfach, da steckt einfach noch eine richtig geile Technik hinter. Also sonst hat man immer einen Kompromiss oder irgendwas ist doof. Es funktioniert gut, aber die Technik ist halt Schrott im Hintergrund oder so. Oder halt eben, ich kann mir auch einen MEMP-Server installieren, aber das ist dann, ne, ganze Konfiguration und so weiter, kann ich mich auch da noch drum kümmern, also muss nicht unbedingt sein. Gut, da sind wir gerade eben stehen geblieben bei den Widgets, die wir auch nicht mehr brauchen in Zukunft. Es gibt noch eine Sache, wenn ihr ein Plugin habt, dann habt ihr auch die Möglichkeit, das auf WordPress.org zu veröffentlichen. Dann gehen wir mal auf WordPress.org/Plugins. So. Und das müsste ich mich da einmal einloggen, sonst sehen wir nämlich gleich den Dialog nicht. So, das. Genau, wenn ihr dann auf der Plugin-Seite seid und scrollt mal ganz nach unten, da habt ihr dann die Möglichkeit hier Add Your Plugin. Da drauf zu klicken, da habt ihr dann relativ viel Text. Erstmal lest euch den bitte durch, weil da steht halt eben auch drin, was ihr beachten müsst, wenn ihr das Plugin raufladet, weil einfach so irgendwie so ein Schnipselcode raufladen ist auch nicht, sondern so ein paar grundsätzliche Dinge müssen halt eben auch erfüllt sein. Und hier habe ich den Link, Submit Your Plugin for Review. Dann steht da nochmal ein bisschen mehr Text, den ihr euch auch durchlesen solltet. Und hier unten habt ihr die Möglichkeit, einfach euer Plugin, so wie ihr es programmiert habt, dann da raufzuladen. Und danach wird das erstmal gereviewt. Das heißt, da setzen sich ein paar Leute hin, gucken sich an, was da drin ist. Vielleicht prüfen sie es immer noch auf Viren, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird das halt eben einmal gereviewt und nach dem Review wird das freigegeben und dann habt ihr dann halt eine entsprechende Seite, wo euer Plugin angezeigt wird. Und was ihr nur beachten müsst, das zeige ich euch gleich anhand eines Plugin-Boilerplates. Ihr müsst dann ein README noch hinzufügen, ihr könnt aber auch noch Screenshots und so weiter hinzufügen. Das macht ihr alles innerhalb des Plugin-Verzeichnisses, also eures Verzeichnisses lokal auf der Platte. Da komme ich mich jetzt auch schon zu den Plugin-Boilerplates. Also es gibt im Internet so ein paar Seiten, wo man sich eine Plugin-Vorlage runterladen kann. Da ist schon mal so eine gewisse, also das nennt man dann Boilerplate, diese Plugin-Vorlagen, und da ist so schon zumindest mal so eine Grundstruktur eines Plugins drin. Also wo man so als Vorgabe, wie könnte man da seine Dateien halt eben strukturieren, damit man nicht immer wieder bei Null anfängt mit dem Nachdenken, wo packe ich jetzt was hin in meinem Plugin. Und dann mache ich das mal auf. Moment. Jetzt komme ich wieder durcheinander. Da war es doch manchmal zu mir dazu hier. Es gibt zum Beispiel den WordPress Plugin Boilerplate Generator. Also es gibt zum einen gibt es Plugin Boilerplates noch auf GitHub, da könnt ihr auch mal schauen. Ansonsten könnt ihr hier halt eben einfach euer Plugin erstellen lassen. Ich mache das jetzt mal. Hier kann ich diese Grundangaben machen wie mein Plugin mit Doppel-N. Mein Plugin nochmal als Slug, eine Plugin-URL. Mein Plugin.org. Sven. So, nochmal eine E-Mail-Adresse und kopiere ich das einfach nochmal darüber. So. Und jetzt erstellt er mir ein Plugin in Form einer ZIP-Datei. Da sind dann alle Dateien drin. Ich lade das mal runter. So. Ach, Moment. So, jetzt sollte das unten sein. Jetzt habe ich noch mal ganz kurz hier im Visual Studio Code. Ach nee, ich muss jetzt mal anfangen. Machen wir das noch. Alles klar. So, jetzt habe ich das mal entpackt. Hier liegen Dateien. Du könntest natürlich ein bisschen besser sehen, wenn wir es dann im Visual Studio Code aufmachen. So, auf dem Desktop. Öffne das einfach mal. So.
Gut. Und hier habt ihr halt eben die ganzen Dateien, dann seht ihr halt eben, also hier ist mal nichts drin, das ist dann halt eben eine Index-Datei, die ist dafür da, um halt eben falls da auf dem Webserver der Index angeschaltet ist, nämlich dass man sehen kann, was auf eurem Server drauf ist, dass dann halt eben dann nichts angezeigt wird, sondern nur eine weiße Seite. Aber hier kommen wir zum Plugin und hier habt ihr dann halt eben so ein Grundgerüst. Und hier seht ihr halt eben oben, in einem Plugin kann noch viel mehr angegeben werden oder sollte dann auch noch viel mehr angegeben werden, wie zum Beispiel eine Version ist halt natürlich super wichtig. Ja, Autor, die Lizenz ist auch super wichtig, die braucht ihr auf jeden Fall auch. Die liegt dann aber auch hier in dem Boilerplate hier mit drin. Hier ist die License, das ist die GNU-Lizenz. Da müsst ihr halt eben auch drauf achten, weil WordPress ist halt eben GPL und euer Plugin sollte dann auch GPL sein, ansonsten kriegt ihr das wahrscheinlich nicht genehmigt, also kriegt ihr das nicht genehmigt auf WordPress.org. Also, ja. Das müsste dann auf jeden Fall in dem Plugin abgelegt sein. Und hier sieht man halt eben so ein bisschen die entsprechende Struktur. Habe ich zum Beispiel so einen Aktivierungshook, das wird dann ausgeführt, wenn ich mein WordPress aktiviere, wenn ich mein Plugin aktiviere. Dann habe ich noch einen Deaktivierungshook, das tut dann dasselbe, wenn ich es deaktiviere. Und ja, ein Plugin, den Aufruf des Plugins. Und das Plugin wird dann in den anderen Dateien halt eben ausgeführt. Also hier ist dann mein Plugin, die Klasse. Also halt eben alles objektorientiert. Ich weiß nicht, wie weit ihr da mit PHP seid, aber ich kann ja jedem Entwickler eh nur ans Herz legen, halt eben objektorientiert zu programmieren. Aber das ist auf jeden Fall eine schöne Vorlage, wo man mal mit arbeiten kann. Guckt es euch mal einfach in Ruhe an, geht mal ein bisschen durch die Dateien durch. Also vom Prinzip her ist es aber eigentlich selbsterklärend. So, switch ich mal wieder rüber. Jetzt habe ich. Ich muss jetzt zurück, genau. Ja, was halt zu beachten ist, wenn ich ein Plugin online stelle, ist halt, ich brauche SVN, das ist halt eben das Subversion, und Subversion ist halt eben ein System, womit ich meine Software halt eben versionieren kann. So, wenn ich dann eine neue Version habe, dann lege ich dann halt eben das Verzeichnis, dann eine neue Version rein. Okay. Und ich muss ein paar Sachen machen auf jeden Fall, damit ich dann das dann wieder reinbekomme ins SVN, dann wird das mich automatisch auf WordPress.org abgedatet. Ist aber nochmal ein anderes Thema. Ansonsten kann ich nur sagen, wenn ihr vielleicht nicht unbedingt so tief in die Programmierung reingehen wollt, ihr könnt bei allen Plugins auf WordPress.org mithelfen. Einmal könnt ihr einfach, wenn ihr Probleme mit dem Plugin habt, dann tut mir einen Gefallen, schreibt den Leuten das ins Forum irgendwie, wenn da ein Fehler ist oder so. Das könnt ihr euch übrigens auch, das braucht ihr nicht abzufotografieren, geht auf wpcgn.de, das ist nämlich der Vortrag vom letzten Dienstag und da steht das genauso drauf. Macht da mit im Forum, helft da mit oder übersetzt einfach mit bei den anderen Plugins, helft den Leuten auf jeden Fall ein bisschen aus bei den Plugins, die ihr gut findet und das freut auf jeden Fall die Plugin-Entwickler. So, ja, ich bin schon fertig anscheinend, es ging wohl schnell. 10er. Mein Timing ist ein bisschen durcheinander, aber jetzt ist es 10er rein und noch Zeit für Fragen. Achso, ja gut, wenn ihr Fragen habt, dann ja, haut rein. Ich fange mal vorne an, links. Da kommt nichts durch. Sven, warum macht man das? Plugins veröffentlichen im Repo. Ich frage ein bisschen gehässig, weil ich selber ein Plugin im Repo hatte. Und habe dann sehr skurrile Support-Fragen übers Forum bekommen, angefangen vom Support für die eigene Website, über Inkompatibilität mit anderen Plugins, für die ich nicht verantwortlich war. Wenn man nicht eine Lite-Version im Repo veröffentlicht und hat eigentlich eine Pro-Version in der Hinterhand, über die man Geld machen will, warum macht man das noch? Altruismus. weil man an den Open-Source-Gedanken glaubt. Also ich bin halt eben Freund davon, halt eben, dass man gewisse Dinge teilt. Man kann natürlich auch den Open-Source-Gedanken dazu nutzen, halt eben zusätzlich dann auch dann mit seinen Sachen Geld zu verdienen. Aber da sollte man auch irgendwie jetzt nicht irgendwie alles ausblenden und einen Button dann haben, der noch funktioniert und für alles andere Geld verlangen. Das sollte man schon ein bisschen geschickter machen. Aber grundsätzlich halt eben finde ich Open-Source halt eben sehr gut. Und fällt mir ehrlich gesagt sonst nicht mehr viel zu ein. Man muss halt mit den Leuten leben, wenn die halt eben, da gibt's immer wieder Leute, die einen dann totnerven können mit so, du bist schuld oder ich gebe dir nur einen Stern und so.
das hat mir irgendwas kaputt gemacht und du kannst gar nichts dafür, das passiert halt. Aber ich meine, Idioten laufen überall rum, ne? Also kannst nichts gegen tun. Ja. Hallo? Ja. Ich habe eine kombinierte Frage. Ich habe damit nichts zu tun gehabt bislang mit Plugin Development. Also die erste Frage wäre, die Funktion Add Filter hat eine Priorität bekommen. Ja. Bedeutet das, dass irgendwie ich davon ausgehen muss, dass wenn ich eine Priorität von 10 oder 12 oder 13 habe, dass das unter welchen Umständen wird das dann nicht ausgeführt? Ist meine erste Frage. Und die zweite Frage hat damit gar nichts zu tun. Das geht um Gutenberg und Sie sagten ja, dass das mit JavaScript gemacht ist oder dass man dann JavaScript lernen müsste, ja, um Plugins zu machen. Ja. Ist da ein Framework dahinter, sowas React oder? Ja, genau. Also zwei direkt mal ja, kann das React steckt dahinter. Das wird auf, es baut auf React drauf. Und zur ersten Frage, ja, die Prioritäten werden halt eben, ja, eins wird zuerst ausgeführt und 1000 halt eben dann bei 1000. Also das ausgeführt werden aber alle. Ich kriege die da nicht mit raus. Ich kann eine gleiche Priorität haben und dann kommt es aber nicht darauf an, was WordPress da zuerst reingeladen hat. Ne? Also. Hi Son, in dem Local by Flywheel, du hast in eine andere diese Plugin benutzt. Werden danach diese Plugins auf dein Ordner von dieser Installation von WordPress eingeladen oder danach musst du, wie machst du den Deploy danach? Ach so, wie ich ein Deploy danach mache? Ja, weil ich meine, du hast in einen anderen Ordner alle zusammen die Plugins für alle deine Installationen vielleicht. Ja, also wenn ich eine komplette Installation, eine komplette Webseite darüber laufen lasse, dann kann ich da auch einfach auf den Ordner draufgehen. Also ich habe ja lokal, habe ich ja alles liegen. Ansonsten, ja, Moment. Hier gehe ich rein. Wenn ich jetzt hier mal schaue, ich habe ja hier das Public-Verzeichnis. Ah, das App-Verzeichnis, genau. Das ist ja dann hier gemappt. Das habe ich dann hier praktisch bei mir auf dem Rechner drauf. Da könnte ich theoretisch gesehen, kann ich da auch eine komplette Website packen. Also ich muss jetzt nicht, ne, wie ich das gemacht habe, das wäre jetzt speziell nur für Plugin-Entwicklung, das irgendwo auf dem Rechner ablegen. Ich finde das einfach sauberer. Aber wenn ich eine komplette Website habe, kann ich das auch innerhalb dieses Verzeichnisses machen. Ja. Noch eine Frage oder? Ich hatte nur ganz kurz eine Ergänzung für die Ressourcen. Du hattest den Codex gezeigt. Der Codex ist hoffnungslos veraltet und wird dringend von abgeraten, den zu benutzen von WordPress-Leuten. Ich möchte kurz die aktuelle Ressource durchgeben. Die heißt developer.wordpress.org. Genau. developer.wordpress.org. Und von da aus geht's weiter in sowohl Funktionsreferenzen als auch /Plugins. Das ist das Plugin-Handbook. Und da findet man dann so Sachen wie Custom Post Types oder so, wo du aus dem Codex guckst. Die Sachen habe ich auch verlinkt. Ich habe auch den Codex verlinkt. Das müsst ihr euch dann noch wegdenken aus dem Dokument. Das muss ich noch rauslöschen. Genau. Das könnte ich auf wpcgn, wie gesagt, wpcgn.de angucken. Genau. Alles klar. Die Versionierung lokal muss ja auch mit SVN sein oder geht das mit Git? Mit Git, klar. Also SVN auf gar keinen Fall. SVN wird dann nur auf dem WordPress-Server. Ja, nur wenn man das Plugin wirklich auf WordPress.org haben will, dann muss man leider SVN benutzen. Es gibt aber jetzt auch den. Lokal, aber. Lokal. Ja, man kann das aber umgehen. Dann muss man auf GitHub gibt es jetzt demnächst Actions. Das ist momentan alles noch im Beta-Betrieb. Da kommt man auch mit Anmeldung nur rein. Und also man kommt mit Anmeldung rein und irgendwann wird man dann mal freigegeben für diese Actions. Und da gibt's dann so eine Action, wo man dann halt eben von TenUp, die haben das programmiert, wo dann die Daten von GitHub rüber zu SVN geschoben werden. Dann brauche ich nur noch taggen in Git und dann macht er automatisch neue Version, neues Release fertig für SVN. Das ist deutlich bequemer. Ja, kann ich nur empfehlen, aber muss man halt eben mal abwarten, irgendwie, bis sie das mit freigeben für jeden. Ja, genau, das ist egal, wenn man dann nicht auf WordPress.org veröffentlichen will, macht man das einfach bei Git. Ich würde in dem Tag keinen SVN benutzen, privat, also. Ja. Ja, dann würde ich sagen, gerne.